aus Dubai. Es ist soweit. Nach einer längeren Pause melden wir uns endlich wieder auf unserem Kanal zurück. Wir hoffen, ihr hattet alle einen super Start ins neue Jahr, das mittlerweile ja schon ein Monat alt ist. Warum es länger kein Video gab und was 2022 bei uns alles so passiert, seht ihr nach dem Intro. Starten möchten wir das Video heute mit ein paar allgemeinen Informationen zum Thema Covid, die Preise aktuell in Dubai, sowie auch das Wetter, was ganz, ganz interessant ist. Lass uns mal mit Covid starten. Es gibt derzeit sehr, sehr viele falsche Informationen, was das Ein- bzw. Ausreisen nach Dubai anbelangt. Man hört sehr, sehr oft, dass man nur als Geimpfter ins Land reinkommt bzw. auch rauskommt. Und das muss ich ganz klar verneinen. Also Dubai ist eines der wenigen Länder, wo es hier noch keine Restriktionen gibt. Das heißt, man braucht zwar einen PCR-Test, nicht älter als 72 Stunden vor der Einreise. Das war es dann aber auch schon. Man hat hier im Vergleich zu Europa relativ wenig Covid-Maßnahmen. Das war auch letztes Jahr schon so. Das Einzige, was man hier machen muss, man hat eine Maskenpflicht, wenn man irgendwo in ein Restaurant, in einen Mall oder so reingeht. Und mehr ist es eigentlich nicht. Also wir sind jetzt im Ende Januar. Wir haben tagsüber so schöne 25 Grad, abends 18, 19, 20 Grad. Ist meines Erachtens noch die beste Zeit hier in Dubai, weil auch wenn man hier ins Wasser geht, in den Pool oder ins Meer, man hat noch eine Abkühlung. Ne, ist also so Dezember, Januar, Februar, März hinaus sind so ziemlich die besten Monate, um nach Dubai zu kommen. Was vielleicht ein aktuell ein bisschen Minuspunkt ist, muss ich sagen, das sind die Preise. Wir haben ja jetzt seit einigen Monaten hier die Expo 2020 in Dubai. Das heißt, hier sind hunderttausende Leute mehr als normalerweise in der Stadt. Und das macht sich dann auch auf die Preise bei den Hotels, bei den Wohnungen und so weiter sehr, sehr stark bemerkbar. Also wenn ich das vergleiche zum letzten Jahr, wir zahlen hier locker 30 bis 40% mehr. Das Ganze wird sich natürlich nach der Expo wieder ändern, aber ich glaube, die geht noch bis Ende März. Aber dessen muss man sich halt bewusst sein. Wenn ihr zum Beispiel für einige Wochen nach Dubai kommen wollt, dann zahlt es sich auch oft aus, auf Airbnb zu schauen, ob man hier ein gutes Zimmer findet. Wenn ihr länger wie einen Monat kommen möchtet, kann ich euch absolut die Seite propertyfinder.ae empfehlen. Das machen wir auch immer, buchen meistens über diese Seite. Man kann hier ganz schön gliedern, ob man einen Monatsaufenthalt oder ob man für ein ganzes Jahr mieten möchte. Man muss ja sagen, in Dubai ist es so, wenn man einen Jahresmietvertrag abschließt, dann kommt man wesentlich günstiger, als wenn man nur monatsweise mietet. Wir sind ja immer für ein paar Monate hier. Wir haben aktuell noch nichts Fixes in Dubai. Das heißt, wir mieten immer monatlich und das ist dieses Jahr auch ganz schön teuer. Deswegen haben wir uns auch nur, sag ich mal, nur ein Studio-Apartment gegönnt und jetzt keine große Wohnung, wie wir die im letzten Jahr hatten. Aber nichtsdestotrotz ist eine sehr, sehr schöne Wohnung, die wir euch heute zeigen möchten, wie das hier so bei unserem Tower funktioniert. Vielleicht ein paar allgemeine Informationen noch zu diesen ganzen Towern. Also es gibt normale Residential-Gebäude, wo nur Residents drinnen wohnen. Es gibt Hotels natürlich und es gibt aber auch so Mischhotels, also so eine Mischung aus Hotel und Residential Tower. Das ist zum Beispiel etwas, wo wir hier sind. Wir sind jetzt im Royal Holiday Homes in der Dubai Marina. Ist eine sehr, sehr gute Lage. Ist zum Teil ein Hotel, also es wohnen hier Hotelgäste, aber auch Leute, die das ganze Jahr hier überwohnen. Das Tolle bei solchen Sachen ist, dass du hier alles inklusive hast. Das heißt, du brauchst dich hier nichts um irgendwie Strom zu kümmern oder Internet. Hast alles dabei. Man kann den Pool mit benutzen. Wir haben ein schönes Fitnessstudio hier, was für alle verfügbar ist. Kann aber auch Annehmlichkeiten eines Hotels nutzen, wie zum Beispiel Zimmerservice oder auch, dass mal aufgeräumt wird. Wir haben zum Beispiel einmal in der Woche Cleaning bei unserer Wohnung dabei. Also es gibt hier sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss halt ein bisschen schauen, was einem am besten zusagt. So, ich würde jetzt sagen, wir starten am besten mal mit unserer Roomtour. Gehen wir mal los!
unser kleines, aber feines Studio-Apartment. So, wir fangen gleich an. Hier haben wir unser kleines, feines Bad. Große Dusche mit schöner Aussicht, ein Fenster da. Genug Platz für zwei Leute, ein kleines Waschbecken, ein großer Spiegel, alles mit Tageslicht. Perfekt. Weiter geht's dann mit dem Herzstück unserer kleinen Wohnung. Und zwar haben wir da einmal zu meiner Rechten unsere kleine Küchenzeile mit einer kleinen Waschmaschine, Gefrierschrank, Kühlschrank, Mikrowelle und ja, genug Platz für die Verstauung von Geschirr und so weiter. Weiter geht's dann. Ein schöner Schreibtisch mit toller Aussicht, ein bequemes Doppelbett. Was noch mit dabei ist, das ist ein schöner Balkon. Kommt's mit? Hier hat man auch eine wunderschöne Aussicht auf die größte Autobahn hier in Dubai, die Sheikh Zayed Road. Tolle Aussicht beim Sonnenaufgang. Gleich da hinten haben wir auch die Dubai Marina Mall. Das ist 2 Minuten Gehzeit. Das andere Highlight liegt auf der anderen Seite vom Tower und zwar der Strand. Das ist ganze 5 Minuten Gehzeit. Also hat man hier eigentlich alles vor der Haustür und das ist echt toll. Zu den Kosten vielleicht noch ganz kurz gesagt. Also wir haben jetzt wie gesagt ein 36 Quadratmeter Studio-Apartment. Eigentlich kann man sagen, mitten in der Dubai Marina mit so ziemlich allem gleich vor der Haustür. Wir zahlen jetzt an 2.300 Euro für das Ganze. Wie gesagt, da sind die Preise derzeit sehr, sehr hoch. Wenn man jetzt vergleichsweise so etwas für ein Jahr mietet, dann zahlt man wahrscheinlich sicher um die 50% weniger. Aber ja, uns passt es hier ganz gut und das war's mit unserer kleinen Roomtour. So, ich melde mich auch noch mal ganz kurz zu Wort und zwar mit unseren Plänen für 2022. Wir sind jetzt noch einige Zeit hier in Dubai, werden natürlich noch einige gute Videos machen. Wir werden auch den kompletten Immigration-Prozess von der Chrissy hier festhalten. Das heißt, die Chrissy hat sich ja gerade erst aus Österreich abgemeldet und wie das Ganze mit dem Visa und so funktioniert, werden wir in einem der nächsten Videos zeigen. Wir haben noch tolle Dinge vor, wir werden mit euch shoppen gehen, wir werden den Burj Khalifa zeigen und, aber das werdet ihr dann auch in den nächsten Videos sehen. Danach geht es wieder zurück nach Zypern. Wir haben nämlich eine neue Base gefunden. Das ist ein schönes kleines Häuschen direkt am Strand und da werden wir natürlich auch alles dokumentieren. Ja, und auch zu den Preisen, zur Lage und so weiter euch alle Infos geben. Wir werden auch wieder reisen dieses Jahr. Wir haben noch einige schöne Reiseziele uns ausgesucht. Wie das Ganze dann letztendlich wird, sehen wir dann ja auch aufgrund der Corona-Bestimmungen. Aber wir haben definitiv mal Sansibar für das erste Halbjahr noch eingeplant. Ich hoffe, das wird was. Und zu guter Letzt haben wir auch noch ein neues Business gestartet, wo wir sicher auch das ein oder andere Video darüber machen werden. Und zwar erreichen uns täglich Anfragen von Menschen, die entweder nach Zypern oder auch nach Dubai auswandern wollen. Und weil wir uns ja auf diese zwei Länder spezialisiert haben, haben wir gesagt, werden wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und wir haben eine eigene Agentur eröffnet, wo wir eben quasi Menschen beim sämtlichen Prozessen rund ums Auswandern in einer dieser beiden Länder helfen werden. Ja, das war's jetzt von mir und ich übergebe mal ganz kurz an die Chrissy. Ja, der Mario hat euch jetzt einen kleinen Vorgeschmack gegeben, was jetzt im heurigen Jahr alles so bei uns ansteht, was wir euch alles zeigen wollen. Wir freuen uns drauf, wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns wieder auf dieser Reise begleitet. Somit sage ich danke, dass ihr da wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns unbedingt einen Daumen da, aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Video. Tschüss!